Herzlich willkommen bei BewusstTV. Mein Name ist Dagmar Neubronner und ich habe heute zu Gast Thomas Meyer. Grüße dich, lieber Thomas. Wir haben ja schon andere Interviews gemacht und du hast auch mit Joe Conrad kürzlich ein Interview gemacht über das gruselige Thema der medizinischen Manipulationen und ihrer Folgen im Feinstofflichen. Und wir haben heute ein schöneres Thema, nämlich das Thema Elementarwesen. Du hast in dem Interview mit Joe zum Thema Folgen medizinischer Manipulationen hast du etwas sehr Schönes gesagt, was ich gerne als Anknüpfungspunkt nehmen möchte, nämlich, dass wir eigentlich alle sehr viele feinstoffliche Wahrnehmungen haben, nur nicht darauf achten, weil unser Mindset und unser Verstand einfach gewohnt ist, das auszublenden, weil wir als Kinder schon niemanden hatten, mit dem wir das teilen konnten oder es wurde uns ausgeredet, so ein Quatsch. Und all unsere Schulung hat ja immer sehr handfeste Inhalte. Glaubst du wirklich, Thomas, dass die meisten Menschen eigentlich, wenn sie darauf achten würden, feinstoffliche Dinge auch wahrnehmen? Ja. Sonst, also wenn man nichts Seelisches wahrnehmen würde, wäre jeder Mensch sofort in einer tiefen Depression nach ein, zwei Tagen. Aber jeder Mensch erlebt, wenn er wohin geht, da ist eine Stimmung, da ist eine Atmosphäre. Er kommt nach Hause, hoffentlich freut er sich, in eine vertraute Umgebung zu kommen. Und das sind alles seelische Erlebnisse. Das sind keine materiellen Erlebnisse, keine durch die physischen Sinne vermittelten Erlebnisse, sondern das ist schon eben auf der Astralebene. Und man begegnet damit vor allem auch den Elementarwesen, um die es heute auch gehen soll. Gib doch jetzt mal, weil ja du kommst aus der Anthroposophie, bist Meditationslehrer und benutzt natürlich auch die anthroposophische Ausdrucksweise. Und Elementarwesen ist ja ein sehr allgemeiner Begriff, Pogacnik und andere, viele Menschen haben schon darüber geschrieben. Was ist für dich die Definition jetzt so auf die Schnelle eines Elementarwesens, damit unsere Zuschauer wissen, was wir meinen, wenn wir hier reden? Also, es gibt, der erste Gedanke, um es zu verstehen, ist, es gibt immer eine seelische Ebene. Also ich schaue irgendwo hin, ich habe Empfindungen. Und auch in mir selber. Ich schaue in mich, ich habe auch Empfindungen. Und diese seelische Ebene ist eben nicht was Abstraktes, sondern es wird durch konkrete Wesenheiten getragen, die Empfindungen sozusagen tragen. Und das ist das, was man unter dem großen Begriff Elementarwesen dann zusammenfassen kann. Und dann gibt es Elementarwesen halt in verschiedenen Bereichen. Es gibt halt die Naturwesen. Darüber gibt es in den Märchen viele Berichte, die Zwergen, die Nixen und so weiter, die Riesen, das sind eigentlich alles Beschreibungen von Elementarwesen. Es gibt dann aber auch die, man nennt es dann häufig dann Elementale, nach Daskalos, das sind dann die Seelenwesen. Also unser ganzes Seelenleben besteht eigentlich auch aus Elementarwesen oder Elementalen, die eben die bestimmten Gefühle, Stimmungen tragen. Wir haben da eine riesengroße Landschaft. Dann gibt es weiter natürlich auch dann die Elementarwesen, die in der ganzen Technik leben. Das ist ein ganz großer weiterer Bereich, also die Technikwesen. Und der Unterschied ist, die Naturwesen sind aus der göttlich-geistigen Welt entstanden, also es sind quasi Abschnürungen von Engelswirken, während jetzt die Technikwesen, das sind schon wir die Schöpfer. Das wissen wir gar nicht, das ist ein großes Problem, aber das sind eigentlich wir die Schöpfer und das sind dann häufig auch neu entstandene Elementarwesen. Manchmal gehen auch Naturwesen gerne in gerade so mechanische Sachen, das finden so Zwerge ganz schön, jetzt mal im Traktor sozusagen irgendwo mitzufahren und da neue Erfahrungen zu machen. Also aber das ist der dritte große Bereich und vielleicht noch ein vierter Bereich, wären dann die Naturwesen in unserem Körper, die man dann als die Organwesen bezeichnet, Körperelementarwesen. Das wären jetzt schon mal vier große Bereiche. Überall hat man es eben mit eigenen Wesenheiten zu tun. Da wäre jetzt für mich der Überbegriff Elementarwesen.
Das ist ja im Grunde ein entscheidender Unterschied zur schulmedizinischen Auffassung, die alles Wesenhafte eigentlich runterbricht in biochemische Prozesse. Mhm. Und wo wir das Gefühl haben, du hast ja die Märchen schon erwähnt, wenn jemand von Wesenheiten redet, naja, da ist er schon sozusagen nicht mehr auf dem Boden der schulmedizinischen Wissenschaftlichkeit. Gleichzeitig ist ja in unserer Sprache das ganz, ganz tief verankert, dass wir sagen, das ist aber irgendwie ein finsterer Typ oder jemand hat irgendwie wirklich etwas Zwergenhaftes oder etwas Tänzerisches, Elfenhaftes und so weiter. Das heißt, wir spüren es durchaus, aber du hast ja, wenn man jetzt, du hast, also dieses Buch hier habe ich verschlungen, rettet die Elementarwesen. Es ist aber im Grunde der dritte Teil einer Trilogie. Du hast es hier ausgebreitet, wir werden es auch einbinden. Ein Schwerpunkt deiner Arbeit ist ja, mit diesen Wesenheiten tatsächlich auch Kontakt aufzunehmen und sie bewusst einzubeziehen. Ja. Also man muss sich vielleicht klar machen, dass wir ja, was ist denn der Materialismus? Das ist ja auch eine Religion mit einem großen Dogmatismus. Es ist und der Dogmatismus ist halt eben, es gäbe nur die materielle Welt und alles andere zählt nicht. Das ist das religiöse Dogma, was auch dann in einer Art Religionskrieg ja auch wirklich verbreitet wird und die Seelen auch reingehauen wird. Dann auch, leider hat dann diese materialistische Religion auch unseren Staat übernommen, der dann über die Bildung das auch dann in das ganze Bildungssystem auch reinbricht. Also das ist einfach der Rahmen, in dem wir uns jetzt gerade befinden. Aber man muss sich einfach klar machen, alle Naturvölker lebten immer mit den Naturwesen, unterschiedliche Bezeichnungen. Das findet man weltweit. Also es ist jetzt keine Erfindung der Anthroposophie. Es ist einfach nur, Anthroposophie ist eigentlich wie so eine Art moderner Schamanismus, wo die Sache halt in neue Begriffe gebracht werden, also wieder neu ergriffen werden. Aber das ist eigentlich unsere Grundlage. Und eigentlich erst vor 200 Jahren etwa wurden eigentlich dann die Elementarwesen aus dem Bewusstsein rausgestrichen. In Afrika oder Asien leben die auch noch ganz alltäglich mit. Also in Afrika macht man nichts, ohne die irgendwie zu achten. Irgendwo, oder in Asien werden irgendwo irgendwelche Tempels aufgestellt. Da ist es noch so im Leben drin. War es bei uns auch. Also warum wurde denn, wenn ein Haus aufgerichtet wurde, gab es eine Feier. Natürlich, um die Wesen zu achten, um das Haus anzubinden. In den ganzen Handwerken gab es immer rituelle Handlungen zur Ehre der Wesen, aber das ist eben mit der neuen materialistischen Weltreligion ist das dann eben ja verloren gegangen und jetzt wird so höhnisch darüber gelacht. Also es ist ein Hochmut ohnegleichen. Ich wäre ein bisschen vorsichtiger, wenn über Jahrtausende die Menschen mit Naturwesen zusammenlebten, jetzt einfach zu sagen, ja, ihr dummen Vorfahren, was waren ihr für primitive Kulturen? Also da wird's mir schon, da beginnt bei mir schon ein Fremdschämen, so eine Haltung zu haben, sondern man müsste eigentlich sagen, Mensch, ich weiß gar nicht mehr, von was die alle geredet haben. Ich habe irgendwas verloren. Was ist denn da los? Also das ist mein Ausgangspunkt. Ja, in Irland ich glaube, es ist Irland, wo es noch einen Elfenbeauftragten gibt, weil man einfach die Erfahrung gemacht hat, wenn man das nicht berücksichtigt beim Straßenbau und so weiter, dann passieren lauter Unfälle und nichts klappt. Ja, das ist so Island. Island, genau. Irgendwas mit I und Land, genau, Island, ja. Ja, wobei die halt auch sozusagen auch einfach eine, man würde hier sagen, eine Geomantin ist, die aber auch dann vom Straßenverkehrsamt oder Bauplanung auch tatsächlich auch mal gefragt wird, was bei uns ja noch gar nicht mehr denkbar ist. Ganz genau. Bei uns gibt es ja zwar auch Menschen, die mit diesen Kräften arbeiten. Jetzt, wo du Geomantie gesagt hast, erinnere ich mich an jemanden, der eben mit der Wünschelrute schaut und dann von großen landwirtschaftlichen Betrieben zu Rate gezogen wird, weil man eben auch da lokale Unterschiede in der Energie feststellen kann. Und du hast jetzt, bevor wir angefangen haben mit der Aufzeichnung des Videos, hast du jetzt hier auf dem Tisch so hingespürt. Und vielleicht kannst du das einfach nochmal machen und erzählen, was du da jetzt wahrnimmst, auch wenn es für uns
auf dem Film nicht sichtbar ist. Ja. Also man muss sich vorstellen, dass eigentlich Elementarwesen überall sind. Mhm. Ich tue jetzt nur die Bücher weg, weil die kommt was anderes dann rein. Also auch jeder Raum ist voll. Also auch jede Wohnung sollte pudelvoll sein. Wenn es liegt aber ein bisschen auch am Inhaber, wer da drin wohnt. Also wenn er in einer schönen, guten, ausgeglichenen Atmosphäre ist, dann zieht man die Elementarwesen an. Also wenn man selber mit sich nicht zufrieden ist und depressiv und so, dann bleiben nur die bleiben müssen. Also da gibt es von der Dichte Unterschiede. Aber um das jetzt konkret zu machen, war jetzt einfach mit dem Tisch. Also man muss sich das so vorstellen, Elementarwesen haben eigentlich man nennt es dann Ätherleib, Lebenskräfteleib. Das ist das, was man bei Qigong pflegt. Und das Ding kann man auch ganz gut mit den eigentlich tasten. Und wenn ich jetzt so mit der Hand jetzt hier so rüber gehe und ich gucke einfach, wie geht das runter, dann kriege ich jetzt hier, erlebe ich dann wie so eine Art Widerstand. Also ich gehe dann lange wie in so eine Art Wattekugel hinein. Wenn ich jetzt hier bin, da geht es so weiter runter. Das ist ein leerer Raum. Und dann, dann frage ich mich weiter, aha, was hat das für eine Form? Das ist ungefähr so eine Kugel. Dann, wenn ich jetzt so die Verbindung aufgenommen habe, dann gehe ich jetzt mit dem Herzen dann weiter rein, versuche da mich zu öffnen und merke, dass da eine Freundlichkeit mir entgegenkommt. Er ist sich jetzt ziemlich freund, er war noch nie im Fernsehen. Also wir haben es hier mit einem kleinen Gnom zu tun. Also einfach so einer der vielen Bewohner, die sowieso immer da sind. Jetzt gar kein großer, so ein kleiner Gnom, der eben vom Ätherleib sowas Zusammengehaltenes hat, eine richtig nette, freundliche Atmosphäre hat. Also man könnte da, wenn man eigentlich gute Kinderbücher liest, da kann man, werden die immer schön dargestellt. Und wenn ich jetzt so weitergehe, das ist echt interessant, hier macht meine Hand ganz was anderes. Also wie ich jetzt die Bewegungen versuche so aufzugreifen, wir haben es hier nämlich mit einem Luftwesen zu tun, also mit einer kleinen Sylphe, die gerade ungefähr das Gegenteil macht wie der Gnom. Der Gnom, der bringt so eine Formkraft, sie löst eigentlich die Form auf, schafft auch Raum damit, also so die Luftwesen sind auch raumschaffend. Ja, und wer ist da noch auf dem Tisch? Ja, ich weiß nicht, hier, da an der Stelle, die ist für mich noch irritierend, da falle ich wie so rein. Was ist da los? So, es ist jetzt wieder so ein typischer Suchprozess. Die Sachen sind nämlich nicht klar am Anfang. Ja. Man hat irgendwie Anfangswahrnehmungen, dann fragt man sich ja, was ist denn das? Dann beginnt ein inneres Abgleichen. Habe ich so und sowas schon mal erlebt? Kann ich das irgendwie einordnen? Ich finde, es ist ja auch so, diese Wesenheiten zeigen sich. Oder sie zeigen sich auch nicht. Also sie müssen auch wollen. Ja, ne? Ja, das ist ganz wichtig. Ja. Also das ist wie, man kann ewig durch einen Ort laufen und man merkt, begegnet Wesen nicht, weil es im Moment nicht ansteht. Ja, genau. So, also hier, das lassen wir mal als Rätselpunkt jetzt offen. Ja. Also was ich jetzt einfach zeigen wollte, jetzt freue ich mich über ihn. Hier kriege ich gleich wieder so eine schöne, füllige Stimmung. Also der geht ja dann ins Herz, wenn man sich so verbindet. Hier kriege ich wieder ein bisschen Gedankenfreiraum. Dann kann ich wieder von einem größeren Überblick die Sache anschauen. So, und die sitzen jetzt hier halt auf dem Tisch. Und jetzt muss man sich einfach vorstellen, das ist ganz normal. Genau. Eigentlich sind die überall. Mhm. Das sind jetzt aber die Kleinen. Dann gibt es mittelgroße, die dann aurisch vielleicht so Meter in der Höhe sind. Und dann gibt es aber auch richtig große, richtig hochentwickelte Landschaftsdevas. Landschaftsdevas, ja. Ganze, die auch teilweise kriegt man auch den Unterschied, weiß man gar nicht, habe ich es jetzt mit einem hohen, hochhierarchischen Engel zu tun oder ist es noch Elementarwesen? Also es verschwimmt auch so oft manchmal. Und da gibt es also von ganz klein bis ganz groß. Und ja, und wir leben als Menschen immer mit ihnen. Das sind eigentlich unsere Erdenfreunde.
Und es ist für sie nicht schön, wenn wir sie total ignorieren. Ne? Also ich kenne viele Menschen in meinem Umfeld, die bewusst zum Beispiel mit ihrem Auto reden, ja, oder auch mit ihrem Computer. Ja. Eigentlich machen das alle Menschen, die sagen, blöde Kiste, jetzt geh mal endlich oder so, jetzt mach mal. Ja. Gut, man kann auch nett mit ihnen reden und sie einbeziehen, freundlich. Du hast vorhin darüber gesprochen, es gibt also gibt ja einmal die Wesenheiten, die sich auch den Pflanzen zuordnen. Ich habe schon viele schöne Erlebnisse mit Pflanzenwesenheiten mhm. gehabt. Wo ist für dich der Unterschied, außer dass die ein Gedankenabspaltung Gottes sind und die technischen Elementarwesen sind eher unsere Schöpfungen? Trotzdem empfinde ich auch die Technikwesen als durchaus, wie soll ich das sagen, rein oder, mhm. oder also sie sind nicht irgendwie hässlicher oder so als die anderen. Jedenfalls empfinde ich es nicht so. Mhm. Wie siehst du das? Ja, vielleicht, aber wenn du es gerade sagst, Pflanzenwesen, würde ich gerne noch mal eins ein bisschen ausbauen, um noch ein bisschen so auch ein bisschen Erfahrungsfeld zu geben, weil gerade Blumen, da erlebt eigentlich jeder Elementarwesen. Ja. Also um die Blüten herum ist eigentlich immer so eine schöne lichte, freudige Atmosphäre und man kann mal darauf achten, wo ist denn die Stimmung der Blüte? Wo geht die Freude aus? Und die ist eben oftmals über der Blüte. Die ist nicht am Materiellen der Blüte. Die ist eigentlich wie oben drüber, weil dort eben dann ja entsprechende Blütenelfen auf den Blumen drauf sind. Und man kann dann auch beobachten, bei manchen Blumen ist es mehr, bei manchen, an denen läuft man vorbei, da ist es weniger. Das sind dann eben weniger Blumenelfen. Und wenn man jetzt jemand einen Blumenstrauß schenkt, will man ihm eigentlich Blütenelfen schenken. Das ist eigentlich also ein Verschenken von Elementarwesen. Von Energie auch. Ja, von Energie, aber die Energie, das ist eben nicht nur abstrakte Energie, das sind eben, so würde ich es halt sagen, konkrete Wesenheiten. Also ich wollte jetzt noch mal ein bisschen ausformulieren, weil das gerade eigentlich ein Erlebnis ist, wo, glaube ich, fast jeder Mensch eigentlich nachempfinden kann. Man muss nur den Gedanke dazu nehmen, dass ich jetzt dort eben Blumenelfen verschenke. Und die bringen eigentlich die Freude. Das, was der Chemiker aus der Blüte macht, das bringt keine Freude. Also das ist eine andere Ebene, die es ja auch gibt. Aber das ist nicht das, was eben das Gefühl mitbringt. Aber jetzt zu deiner Frage, also zu dem Thema mit den Technikwesen. Es ist so die Erfahrung, dass eigentlich Technikwesen, wenn sie sozusagen aus der Fabrik kommen, erstmal wie so ein leeres Blatt sind. Mhm. Die wissen nichts. Die wissen oftmals gar nicht, dass es andere Elementarwesen gibt. Die wissen nichts von der Natur. Sie wissen nichts von der Liebe Christus, die eigentlich überall reinkommt. Sie wissen nichts von den ganzen höheren Geistwesen. Von den Engeln, sie sind eigentlich in so einem ganz unwissenden Zustand. Und das ist schon mal der große Unterschied zu den Naturwesen. Die wissen das nämlich alles. Also wenn man, man hat ja oft so das Gefühl, mein Gott, die Welt, das ist ja echt furchtbar, was die Menschheit macht. Und es geht immer schlimmer, wenn man eine reine, heilige Liebeswelt suchen will, dann braucht man eigentlich nur in die Natur gehen. Mhm. Weil die Naturwesen sind in dieser Liebessphäre eigentlich immer darinnen. Und das haben aber jetzt eben Technikwesen nicht unbedingt, weil es ja bei der Produktion der Maschinen keine Ausbildung der Elementarwesen gab. Also es könnte sich ja auch vorstellen, jetzt wird so eine Maschine zusammengebaut und dann irgendwann kommt dann die Maschine in den Raum der Künstler und der Priester und der spirituell ausgerichteten Menschen. So, und die machen dann eine Ausbildung. Mhm.
könnte man, also für mich ist das ganz real, das wäre nötig. Absolut, ja, das, schön. Kommt vielleicht. Ich meine, in Indien machen sie es teilweise noch so, da wird eine Maschine, kommt das dann in Betrieb, wenn der Brahmane zumindest kam und dann auch eine Segnung stattgefunden hat. Also da ist es noch dabei. Aber das könnte man, also, und jetzt ist so, da diese Ausbildung nicht stattgefunden hat, kommen die wie so eine Art unbeschriebenes Blatt, wissen oft gar nicht, wozu sie überhaupt da sind, machen irgendeinen Vorgang, verstehen noch nicht mal den sozialen Zusammenhang. Und wenn jetzt Menschen da sind, die sich dann aber mit der, also jetzt mit einem Auto, sich verbinden und auch es auch ernst nehmen als Wesen, dann können sich die Technikwesen mit uns Menschen weiterentwickeln. Also sie werden immer ausgebildeter, sie werden immer stimmungsvoller, also sie werden immer runder. Und das ist, also das, so würde ich es beschreiben. Ich habe das genauso erlebt bei meinem ersten Computer, den ich Anfang der 90er Jahre, da habe ich mein Auto verkauft und habe mir einen Computer verkauft. Und das war am Anfang ganz neutral für mich, auch eine neutrale Maschine. Und ich habe dann mehrere Jahre sehr intensiv damit gearbeitet und habe ihn dann irgendwann verkaufen wollen und verkauft auch und habe mir überhaupt nichts dabei gedacht damals. Und in dem Moment, wo es dann wirklich darum ging, ihn abzugeben, habe ich auf einmal gemerkt, da ist jemand und das ist jetzt ein richtiger Abschied. Und das war, also ich hänge eigentlich nicht so an irgendwelchen Sachen, aber das hat mich richtig erschreckt oder sehr beeindruckt. Ich habe gemerkt, oh, da ist wirklich eine Wesenheit und diese Wesenheit ist ganz lebendig und hat auch ein Bewusstsein und ich habe jetzt ganz, ganz viel mit dieser Wesenheit zusammengearbeitet und jetzt trennen wir uns und darauf war ich gar nicht gefasst. Auch auf meine Emotionen, die jetzt nicht so waren, irgendwie, ich bin jetzt nicht so ein Sachenkraller, aber das hat mich sehr beeindruckt und seitdem weiß ich, dass das wirklich eine Realität ist auch. Ne? Und gut, ich glaube, die meisten Menschen erleben es ja auch so. Wir reden ja mit unseren Maschinen. Mhm. Und wenn man uns darauf ansprechen würde, würden wir sagen, naja, das ist ja nur Spaß. Aber eigentlich ist es gar kein Spaß, sondern wir Nein, das ist eigentlich Basisarbeit. Ja. Wir vervollständigen sozusagen den Produktionsprozess. Ganz genau. Und wenn ich im Garten bin, dann rede ich natürlich auch, und das sehe ich, weiß ich auch von allen Leuten, und seien sie noch so materialistisch um mich rum, wir reden auch mit den Pflanzen, mit der Erde und mit den Wühlmäusen und mit den Regenwürmern. Das tun wir eigentlich, nur das schieben wir so weg, wenn man uns darauf anspricht. Naja, das, ne? Es gibt ja auch die Erfahrung, die ich immer wieder auch gehört habe, dass wenn der Maschinenmeister eine Liebe zur Maschine hat, die funktioniert dann besser. Ja. Und dann, wenn er dann krank ist und dann kommt dann irgendjemand, der, was soll ich, so, und dann ein bisschen missmutig und zack, sofort geht was schief. Ja. Also das heißt, man hat auch, also muss sich auch klar machen, dass auch die Elementartechnikwesen auch einen Spielraum haben. Mhm. Und wenn man sich mit ihnen nicht gut, wenn die nicht gut eingebunden sind, sie nicht geachtet werden, dann passiert eben auch mehr. Und jetzt diese Erfahrung, also die habe ich sehr oft gehört und ich weiß ja auch, also selber habe ich auch das Gefühl, es ist ganz wichtig, zum Beispiel auch jetzt gerade ja, beim Auto, dass man auch es immer achtet, auch in der eigenen Sphäre, geht weniger kaputt. Ja. Und dann kann man auch so weitergehen, das wäre ja dann die Zukunft, wenn man die so weiterdenkt, dass wir dann eine spirituelle Technik entwickeln, die dann ganz auf die Kommunikation mit den Technikwesen ausgerichtet ist. Das wäre sozusagen auch dann ein bisschen der Ersatz zur Elektronik. Die Elektronik ist eigentlich jetzt wie so eine Art materialisierter Kommunikation mit den Technikwesen, aber da könnte man hindenken. Aber geht natürlich nur, wenn wir ein Verständnis haben,
für die Elementarwesen. Und das wäre dann eigentlich auch wieder so eine Art Wiederaufleben der atlantischen Technik, die es ja auch schon mal gab. Und das wäre dann auch eine viel einfachere, schlichtere Technik. Als du das jetzt gesagt hast, hatte ich das Gefühl, diese elektronische Kommunikation, ne, 0-1, Strom an, Strom aus und die Platinen, das ist ja im Grunde wie so eine Peitschenherrschaft. Ja. Die Elementarwesen müssen dann, ja, und sie müssen so und so und so. Und wenn wir da in eine Kommunikation gingen und sie nicht als Dinge behandeln würden, sondern als Wesen, dann wäre es eben, wäre eine ganz andere Kooperation möglich und dann müssten vielleicht auch viele Dinge, so wie es auch schon mal war, könnten viel einfacher sein und gehandhabt werden. Und ja, das Entscheidende ist, dass wir uns dessen bewusst sind und ich denke, dass wir so viel über technische Elementarwesen jetzt geredet haben, hängt auch damit zusammen, dass wir ja den ganzen Tag von Technik umgeben sind, gerade in der kälteren Jahreszeit noch mehr. Aber ja, eigentlich wir Menschen rutschen ja eigentlich zurzeit in eine eigene Welt ab. Ja, also wir verlieren ja die Verbindung zur Natur. Ja. Und jetzt lebt man eigentlich in so einer künstlichen Technikwelt. Ja. Also wir sind oft in Chartres, das ist so einer der heiligsten Orte für uns. Und da war ja der Alanus ab Insulis im 12. Jahrhundert, einer der großen Lehrer der Schule von Chartres. Und in seinen Hauptwerken beschreibt er damals schon, dass dieses Abdriften der Menschheit aus der Natur, das fand ich ziemlich, berührt mich ziemlich, weil das ist schon so lange her. Es sind 800 Jahre her und wo Nulltechnik, wo die Menschen nur in der Landwirtschaft ganz direkt im Kontakt immer mit den Naturwesen eigentlich lebten. Aber er beschreibt es damals eigentlich schon als sozusagen die große Not und beschreibt auch dann, wie es weitergehen kann. Und das hat sich aber jetzt halt eigentlich bis heute eigentlich wie so weiter entfaltet in immer neuen Dimensionen. Und was jetzt kommt jetzt noch ein Gedanke noch dazu, dass jetzt mit der Technik ja eben nicht nur die Technikwesen, Gerätewesen entstehen, die eigentlich noch so ähnlich wie normale Naturwesen sind, sondern es werden damit aber auch wieder, was wir als Widersachergeister bezeichnen, auch mit angezogen. Also man könnte jetzt da tiefer drauf einsteigen, also aramanische, luziferische Geister, also aramanische, die in dem Magnetismus sind, luziferische, die in der Elektrizität mehr wirken. Das sind dann wie eigentlich, was man könnte sie auch als gefallene Engel bezeichnen. Und das ist eigentlich auch eben auch ein sehr großes Problem, dass durch die Technik, wenn sie nicht durchseelt ist und sozusagen nicht an die geistige Welt richtig gebunden wird, dass wir dann Freiräume schaffen, die dann eben von lebensfeindlichen, unharmonischen Geistern erfüllt werden. Ja, und auch da gibt es darüber hinaus meines Wissens einen Raum, wo sogar solche Geistwesen bewusst schwarzmagisch erschafft werden. Ja. Ich habe vor einiger Zeit mal ein Gespräch mit Robin Kaiser geführt, in dem es darum ging, dass zum Beispiel die großen Lebensmittelhersteller oder Tabakproduzenten, wenn sie eine Marke kreieren, dass das praktisch, ob jetzt bewusst oder unbewusst, müssen wir jetzt gar nicht klären, dass da geradezu Geistwesen erschaffen werden, die eine Macht über den Menschen ausüben sollen, damit die Leute eben, obwohl sie im Blindtest ihre Zigarettenmarke überhaupt nicht unterscheiden können von der nächsten, aber im Alltag fahren sie 5 Kilometer weiter, um genau diese Marke zu kaufen, weil sie sich mit diesem Wesen, dieser Wesenheit verbunden haben oder Coca-Cola oder solche Sachen. Das sind alles Manipulationen, wo im Grunde diese natürliche Beseeltheit in eine verzerrte, dämonische Form gesunken ist. Und auch da haben wir ja jetzt, wenn wir sagen, wir erschaffen jetzt eine neue Zeit und wollen uns wieder ausrichten an der Harmonie der Welten, haben wir eigentlich einiges zu tun, ganz im Positiven meine ich das jetzt, um das wieder aufzulösen und um ganz bewusst mit den natürlichen Beseelungen der Nahrungsmittel zum Beispiel uns zu verbinden. Genau, also das Thema ist, wenn es um die Zusammenarbeit jetzt mit Elementarwesen geht und grundsätzlich Geistwesen, ist eigentlich immer die große Frage, manipuliere ich oder lasse ich frei? Ja.
Und wenn ich manipulierend wirke, dann bin ich eigentlich immer schon bei der grauen bzw. schwarzen Magie. Und weiße Magie ist eigentlich immer die Wesen in ihrem Eigensein eigentlich nur frei zu, ihnen eigentlich nur Lebensraum zu geben. Also man schafft, man gibt da nur Raum und für das, was eigentlich da ist. Das ist immer der große Unterschied zwischen weißer Magie und grauer und schwarzer Magie. Und das ist ein ganz zentrales Thema, wenn es um die Zusammenarbeit mit Elementarwesen geht, weil da kann man natürlich unendlich viel manipulieren. Und die ganze Magie seit Äonen besteht eigentlich immer in dieser Manipulation. Und bis hin eben, also was du jetzt gerade geschildert hast, mit so großen Kraftfeldern, das sind wir auch auf einer ähnlichen Ebene wie die Elementarwesen, die aber ja, dann eben manipulierend wirken. Und ein Großteil unserer Menschheitsaufgabe, so sehe ich das zumindest, besteht eigentlich darin, immer diese ganze Magie, von der wir immer umgeben sind, die wieder aufzulösen. Ja. Also es gibt leider viele Bücher, wo es immer noch darum geht, wie kann ich jetzt noch magisch irgendwas erreichen? Ich finde eigentlich viel wichtiger, alles auflösen, 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 freimachen, auflösen. Ja. Also weg damit, das eigentliche Leben reicht schon. Also wir werden beschenkt von der geistigen Welt. Wir müssen da nicht rumfuschen. Aber das ist eben genau das große Thema auch jetzt noch auch bei der Technik. Dort werden eben, also ich will jetzt noch ein anderes Beispiel einfach sagen, Handymasten wirken ja auf viele Menschen sehr bissig, kriegen Kopfweh, fallen wie zusammen und es ist so schrecklich, dass wir auch als Gesellschaft eigentlich Menschen da opfern. Uns ist es nämlich egal, wir wollen die Handymasten aufstellen, ob jetzt da ein paar das nicht aushalten. Sagt man ja, ist der ein Problem? Also das ist vom Sozialen schon mal ein unglaublicher Zustand. Wenn man aber jetzt so Handymasten genauer untersucht, merkt man, also damit habe ich mich auch lange jetzt beschäftigt, es gibt dann halt eben die unausgebildeten Gerätewesen und dann gibt es eben viele richtig bösartige besetzende Geister, die da auch drin sitzen. Asurische, soratische Geister, ich muss jetzt die Begriffe nehmen, ich habe keine anderen. Kann man ja nachgucken. Kann man nachgucken, ich kann also die sozusagen was ganz was Zerstörendes, Bissiges haben, auch gar nicht in unsere Erdenkosmos hineingehören. Und die hat man dann eigentlich eben um den Handymast herum. Und die bringen auch das, dass es einem das Herz dann zuzieht, wenn man hinschaut. Und dann ist eben so, dass wenn es um jetzt die Harmonisierung von Handymasten geht, gibt es eigentlich immer zwei Schritte. Einmal sie von diesen besetzenden Geistern, das wäre eigentlich, da ist man eigentlich schon auf der schwarzmagischen Ebene, die davon frei zu beten. Und auf der anderen Seite die eigentlichen Gerätewesen auszubilden und die möglichst frei machen. Man muss dann gibt es zum Beispiel auch einen Stromanschluss, Starkstrom, dort sind auch wieder Feuerwesen gefangen. Dann muss man sich zum Beispiel auch um die Feuerwesen im Strom kümmern. Also man kann dann in die Details ziemlich tief reingehen, weil an jeder Ecke differenziert sich sehr aus. Aber es geht mir einfach also um den Grundgedanke, die Gerätewesen ausbilden, ihnen Freiraum geben, dass sie halt ihre Arbeit möglichst gut machen können, auch in einer guten Stimmung und von dunklen Besetzungen freibeten. Das ist eigentlich das Thema, was uns ja mit der ganzen Umgang mit der Technik eigentlich voraus, also ansteht. Und es leuchtet mir auch zutiefst ein, denn wenn es auf diesem Planeten um den freien Willen geht und wir Menschen diejenigen sind, für die das die große Herausforderung ist, dann kann es ja nicht sein, dass wir hier unsere Herrschaft ausüben, indem wir alle anderen Wesen knechten. Und wenn ich dich jetzt so darüber reden höre, Starkstromanschluss, da sind Feuerwesen gefangen und überall mit dieser elektromagnetischen Peitsche zwingen wir die Elementarwesen, anstatt sie eben einzuladen und ihre Freundschaft zu gewinnen, sodass sie es freiwillig tun. Das wäre ja ein vollkommen anderes Leben und ein vollkommen anderes Verständnis. Und in meinen Augen, also das erklärt für mich auch, warum in der gesamten Fantasy- und Märchenliteratur es eigentlich keine Technik gibt, weil wir offenbar alle, also keine so diese Art von Technik, diese Rotations- und Explosionstechnik, weil wir offenbar alle unbewusst spüren, ein eigentliches, schönes Leben brauchen wir keine Technik und es gibt auch keine Fantasy-Romane, in denen Autobahnen vorkommen oder so. Und
Für mich ist jetzt, wenn ich dich richtig verstehe, der Unterschied in unserem Umgang mit der Elementarwelt. Das heißt, wir bilden uns jetzt zwar ein, dass wir sie nicht berücksichtigen, aber in Wirklichkeit haben wir sie versklavt und peitschen uns dadurch unseren Alltag. Und die Auflösung für eine freie Erde, in der auch die Elementarwesen an dieser Freiheit teilhaben, wäre, dass wir bewusst Kontakt aufnehmen und dann auch ganz andere Wege finden, sodass wir sie eben nicht mehr elektromagnetisch peitschen müssen, damit sie uns dienen. Wäre das... Ja, genau. Das ist, du hast jetzt eigentlich ganz schön eigentlich so den Grundimpuls des Buches Rettet die Elementarwesen, was ich geschrieben habe, eigentlich jetzt ausgedrückt. Ja. Also deswegen auch dieser etwas freche, auch dieser provokative Titel. Ja. Aber weil wir da auch vor einer Entscheidungsfrage eigentlich auch stehen. Ja. Also wollen wir eben die Elementarwesen mit ihnen zusammenleben? Wollen wir auch die Liebe, das Gefühl und so weiter, wollen wir die Kunst in der Welt behalten? Oder geht es jetzt nur noch um Zweckmäßigkeit, was sich rechnet? Und damit zieht man eben andere Wesen an. Und es geht halt, wie du hast es ja schön ausgedrückt, es geht halt auch bis in die Kleinigkeiten rein. Also wir haben zum Beispiel Wasserleitungen im Haus. Druck. Und gerader Fluss. Und das Wasser ist natürlich auch von Wasserwesen belebt. Und die Wasserwesen, die wollen schwingen, die wollen schwingen, die wollen so machen, also wie ein Bach, also man braucht nur einen Bach, der nicht bearbeitet ist, anschauen, dann sieht man, wie sich Wasserwesen eigentlich bewegen wollen. Ja. Und wir machen aber gerade Leitungen. So, und jetzt, ich sage jetzt nicht, dass man jetzt, es ist ja nicht so einfach, jetzt schwingende Leitungen zu machen, geht vielleicht auch. Aber man kann aber vielleicht ja auch was machen, dass das Wasser gerade fließt, aber die Wasserwesen um die Leitung herumschwingen können. Wenn wir nur den Gedankenimpuls haben, gerade Leitung, sperren wir sie ein. Man könnte, wenn wir aber jetzt den Raum für die Wasserwesen eigentlich dort pflegen, schon beim Bauen der Wasserleitungen, werden die dann, können die das dann mehr beleben? Ich habe jetzt keine fertigen Antworten, weil da werden wir ja noch eonenlang ausprobieren müssen und man probiert dann das und probiert dann das Nächste. Aber solche Fragen, die ich jetzt gerade gestellt habe, wie mit der Wasserleitung, muss man erstmal überhaupt mal aufwerfen. Da hat ja der österreichische ursprünglich Förster Viktor Schauberger ganz, ganz viel geforscht, schon vor 100 Jahren, und hat eben ganz viel darüber herausgefunden. Er hat jetzt nicht über Elementarwesen gesprochen, aber gerade darüber, wie das Wasser sich eigentlich bewegen will und dass wir eben ganz viele Probleme auch selber machen, indem wir diese Bedürfnisse der Wasserwesen nicht berücksichtigen. Und wenn man zum Beispiel, das ist jetzt das, was bei mir hängen geblieben ist, wenn man Wasserleitungen, wenn die ganz, ganz bisschen konisch wären, sodass sich Wirbelstrukturen ausbilden können, dann setzen sich da auch keine Reste fest, weil das Wasser nämlich, wenn man ihm eine zylindrische Umgebung nur anbietet, versucht das Wasser immer, sich da was abzulagern und da, damit es wieder in Schwingung kommen kann. Und das heißt, es könnte alles viel leichter und eben tänzerischer laufen, als jetzt, wo wir eben im Grunde eine Gewaltherrschaft über die Elementarwesen ausüben. Und um dahin zu kommen, ich glaube, das ist ganz wichtig für die Zukunft und wir schaffen ja heute mit unseren Gedanken von heute die Zukunft, die dann kommt, müssen wir eben anfangen, unsere Wechselwirkung mit den Elementarwesen bewusster wahrzunehmen. Hast du jetzt konkrete Übungshinweise? Ich weiß, Rudolf Steiner hat auch einiges schon dazu gesagt, an Übungen insgesamt, aber wie kann ich üben, mein Augenmerk darauf zu richten? Ja, ich will ein paar einfache Sachen, die eigentlich jeder machen kann, zu beschreiben. Also der erste Schritt ist, dass man einfach darauf achtet, die Atmosphäre von Orten. Ich komm ins Kaufhaus, wie fühlt sich das jetzt hier an? Was sind hier für Wesen? Vielleicht auch, wie geht es in meiner Aura? Vielleicht gibt es auch Wesen, die nach mir krapschen. Dann gibt es vielleicht auch entspannte Orte. Also einfach auf sowas achten. Ich trete in die Straße, wie fühlt sich's an? Ich schaue in meinen Garten. Einfach nur schauen, wie fühlt sich's an? Im Grunde das, was eigentlich ja auch in den Wochentagen ist.
am Sonntag arbeitet man nicht, dort schaut man. Mhm. Also man macht einen Spaziergang, ja. Muss jetzt nicht gleich wieder irgendwie weiterwerken, also, sondern einfach man schaut und gibt aber auch diesen Empfindungen, die dabei auftreten, Raum. Also das ist eigentlich das aller, glaube ich, die Basisübung. Und damit kommt man auch immer schon mit den entsprechenden Wesenheiten in Kontakt. Also wenn ich intensiv schaue, huschen sozusagen durch meinen Aufmerksamkeitsraum des Blickes, huschen eigentlich die Elementarwesen schon in mein Herz herein. Mhm. Das kann jeder empfinden, glaube ich. Wenn man nur, man muss einfach nur mal eine Weile schauen, bei den Dingen verweilen. Also das wäre so der allererste Schritt. Der zweite wäre täglich auch mal, also man muss sich auch ein bisschen mit beschäftigen. Ich würde auch Bücher über Elementarwesen lesen, damit man das einfach so auch in sein Denkvorstellungsleben mit aufnimmt. Also deswegen habe ich auch einige geschrieben, also eben das rettet die Elementarwesen. Dann hatte ich auch zwei weitere gemacht, wo ich Interviews mit Menschen geführt habe, die intensiv mit Elementarwesen zusammenarbeiten, ganz verschiedene Lebensbereiche, Gärtner, Mediziner, Techniker, dann wird das alles plastischer. Und da gibt es aber viel weitere Literatur von Dennis Halliwell, die Flensburger Hefte. Also es gibt viele, viele Bücher, aber man muss auch ein bisschen in die Welt sich auch mal so reindenken, damit man da irgendwie ein bisschen Saft hat. Das wäre so der zweite Schritt. Und der dritte Schritt wäre einfach täglich mal an die Elementarwesen denken, in irgendeiner Art und Weise. Also wenn man nach Hause kommt, zu sagen, hallo, hier bin ich wieder, schön, dass ihr auf mich gewartet habt. Das macht sofort eine andere Stimmung in der Wohnung und selber geht es einem auch besser. Mhm. Also man muss jetzt da nicht irgendwie noch was Zusätzliches tun, was Energie kostet, sondern man bekommt ja damit Kraft. Man muss im Grunde nur kommunizieren. Man muss kommunizieren. Mhm. Und in diesem Kommunizieren passiert dann auch etwas. Also das wären jetzt mal drei Themen, wo man überhaupt mal einen Boden sich schaffen kann. Und dann kann man ja, wenn man will, kann man ja immer weitermachen. Man kann dann auch schauen, wie ist es denn in meiner Wohnung? Wo habe ich eine Haltekraft? Wo fühle ich mich irgendwie zentriert? Dort ist vermutlich dann ein Gnom oder ein Erdwesen, ein Zwerg. Dann kann man weiter fragen, wo komme ich in eine träumende Stimmung? Das sollte häufig hoffentlich am Bett sein, ein Wasserwesen. Wo komme ich in eine Willenskraft? Vielleicht in der Küche oder möglichst am Schreibtisch. Feuerwesen. Also man kann auch so auch sich da mal so ein bisschen durchtasten. Und wichtig ist dabei, man ist ja unsicher, weil man keine Erfahrung hat. Einfach mit dieser Unsicherheit rechnen. Und einfach bei dem bleiben, was man erlebt. Also sich nicht von der eigenen Erlebnisunsicherheit quasi rauswerfen lassen, sondern einfach damit rechnen, ja klar, ich bin ja unsicher, ich habe das ja noch nicht geübt. Wir haben auch nicht eine Kultur, wo das geübt wird. Leider, die Kinder lernen in der Schule ja nicht dieses seelische, oder oftmals nicht, manchmal schon, aber oftmals eben nicht, dieses bei diesen Empfindungen bleiben, dann würden wir anders dastehen. Ja. Ja, aber das wären jetzt so, sind jetzt so ein paar einfache Empfehlungen. Also ganz nochmal sagen, auf Stimmungen, egal wo man hinkommt, immer achten, ernst nehmen, verweilen, beschreiben, dann länger hinschauen. Also wirklich, das ist wirklich einfach mal sich beeindrucken lassen. Ja. Sich auch dann informieren, also ein bisschen in das Themenfeld reinlesen. Und eben dann auch konkrete Wesen suchen und mit denen Kommunikation beginnen. Das ist ja insgesamt unsere Herausforderung im Moment. Alle diese feinstofflichen Wahrnehmungen knallen einem ja nicht so in die Netzhaut und in die Ohren, wie wir das von Kino und den dreidimensionalen Sachen gewöhnt sind, sondern es ist eher leise und zart und man nimmt dann sowas wahr und es ist aber auch dann eine Übungssache, zu unterscheiden, das war jetzt relevant und das war jetzt eher so ein Gedanke oder eine Wunschvorstellung von mir. Und ich glaube aber, dass wir diesen Übungsweg wirklich begehen müssen, wenn wir wieder in diesen ursprünglichen Einklang mit der Natur kommen wollen
und dass es auch ganz viel Freude macht, den zu begehen. Also ich empfinde das als sehr schön, auch wenn es noch eine Minderheit von Menschen ist, die sozusagen sich dabei nicht lächerlich vorkommt. Ich komme mir dabei nicht lächerlich vor. Ich habe schon als ganz kleines Kind, weiß ich, ich war befreundet mit den Lupinen in meinem Garten. Und das waren natürlich nicht die Pflanzenzellen, das waren Wesenheiten für mich. Und das waren meine Freundinnen und das hat mir sehr geholfen. Und jetzt versuche ich auch in meinem Garten eben mit den Wühlmäusen zu sprechen und zu sagen, also ihr könnt hier überall, aber bitte, wenn ihr die Kartoffeln fresst, dann konzentriert euch und fresst ein paar Kartoffeln ganz, aber nicht alle ein bisschen oder so. Und ich habe auch den Eindruck, das machen die. ja, wie geht's jetzt hier unserem Gnom und unserer Sylphe? Und was ist mit dem rätselhaften Loch? Die haben interessiert zugehört. Der Gnom zumindest. Bei der Sylphe weiß ich nicht. Die sind ja eher Luftikusse. Ja. Ja. Gut, also ich danke dir ganz herzlich, Thomas, für dieses Gespräch und ich wünsche mir von Herzen eine Zukunft, in der wir einfach mit der geistigen Ebene der Natur wieder in Kommunikation sind und dadurch auch die Technik wieder befreien. Vielen Dank.